Ja, guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich zur heutigen Webinar-Ausgabe Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Ja, der Sommer ist zurück. Wir hatten es gerade kurz bevor es live geschaltet hat mit dem Wetter. Der Sommer ist zurück nach langer Zeit. Bisschen schwül hier auch unterm Dachgeschoss. Michael, bei dir scheinen die Temperaturen noch okay zu sein, aber du hast natürlich auch ein Shirt an und kühlst Ich dich sitz im runter. Keller, genau. Es geht aber hier Sitzt unten. Bei uns oben ist eine Katastrophe, aber hier im Keller geht es zum Glück, ja. Guter Einstieg. Wetter ist immer so ein schöner Icebreaker, kann man sagen. Ja, also ich freue mich ganz herzlich, dass du heute bei uns zu Gast bist. Michael Flender, länger schon nicht mehr bei uns zu Gast gewesen. Darum umso mehr freue ich mich. Ja, ihm gehört die Plattform Goldesel. Ich sage es mal richtig, Goldesel Trading Investing GmbH. Und ich glaube, es ist knapp ein Jahr her, als du bei uns warst. Wir haben ja eine Kooperation, eine Partnerschaft auch. Und da geht es natürlich auch darum, an anderen Ecken zusammenzuarbeiten. Aber wir konnten nicht für das Webinar gewinnen. Und wir versuchen ja immer da auch ein bisschen zu rotieren und unterschiedliche Eindrücke von den Referenten hier reinzubekommen ins Webinar. Meine erste Frage, Ton scheint zu passen. Ansonsten hätte ich schon was über den Chat gesehen. Vielleicht noch zu meiner Person. Mein Name ist Markus Landau. Ich arbeite bei der DZ Bank im Derivate-Team und übernehme die Moderation. Und was euch heute erwartet, werde ich euch gleich zeigen. Aber dafür werde ich jetzt erst kurz mal meinen Bildschirm live schalten, damit ihr nicht so ins Leere schaut. Kleinen Moment bitte. Wo war das nochmal? Hier. Ja, Da seht Bild ihr und Ton uns. sind okay. Passt Passt. sehr gut. Da seht ihr auch unsere jungen Gesichter. Das ist vielleicht schon, sagen wir, vielleicht ein halbes Jahr her, seitdem wir die Aufnahmen aufgenommen haben oder die Bilder produziert haben. Ja, ein bisschen Spaß beiseite. Soll ja auch ein bisschen witzig sein am Rande. Ja, das Thema des heutigen Tages, hier, ihr seht es hier oben überschrieben, Marktgeflüster, KI, die heißesten Sektoren. Es ist ja schon so, dass wir in jedem unserer Webinare in der letzten Zeit, ja, muss man schon sagen, extrem starken KI, ja, Einfluss auf die Aktien hatten, die wir ausgewählt haben oder vielmehr unsere Referenten ausgewählt haben. Und gerade letzte Woche erinnere ich mich dran, war das Thema Nvidia unter anderem bei uns wieder zu Gast und ich glaube, da kannst du später auch ein bisschen was dazu sagen, aber es ist eben so, dass du heute verschiedene Sektoren dir anschaust oder da auch Aktien ausgewählt hast, die ja mit KI auch zu tun haben. Und gerade heute, just in dem Moment oder die letzten Tage, ist es natürlich so gewesen, dass Nvidia, die eigentlich nur einen Weg nach oben kannten, es ist natürlich jetzt kein Mega-Einbruch, kann man auch schon sagen, ja, aber 15% kann man schon mal relativ schnell liegen lassen. Heute auch, glaube ich, 5 bis 6% down. Ich habe es jetzt nicht live an, aber du wahrscheinlich Guck mal schon, gerade rein, ja, die Michael. Nvidia, genau, die ist heute auch wieder gerade. Ich habe es hier oben auch offen. Die Nvidia ist 5% im Minus heute, ja. Also passt genau, hat sich jetzt nichts verändert. Kurz vor dem Webinar habe ich nochmal reingeschaut. Es gibt wohl keinen wirklichen Grund, vielleicht die eine oder andere Gewinnmitnahme, aber es hat einfach so ein bisschen eine Sektorrotation stattgefunden. Viele kriegen kalte Füße. Wo rein sind sie gegangen? Unterschiedliche Sektoren. Das kann natürlich Energie- oder Bankensektor jetzt gewesen sein. Ist auch nur eine Momentaufnahme. Daher auch der Dow Jones ein bisschen stärker und der Nasdaq heute oder die Nasdaq im Minus. Ja, muss nichts heißen. Wie gesagt, durchatmen. 15% kann normal sein. Gibt ja nicht immer nur den einen Weg, aber es kann eben relativ schnell gehen und dadurch vielleicht auch gar nicht so verkehrt, sich andere Sektoren nochmal anzuschauen, nicht nur die Chip-Producer. Ja, was steht heute auf der Agenda? Wir haben es ein bisschen kurz und knapp zusammengefasst. Hier seht ihr nochmal die Überschrift des heutigen Webinars: heißeste Sektoren und Aktien am Markt. 5 Aktien mit Potenzial, die der Michael ausgewählt hat. Dann auch nochmal ein, zwei Trading-Ideen, die ihr euch anschauen könnt. Und dann eure Fragen bitte auch in die Fragebox. Und da können wir gucken, dass wir immer mal wieder reinschauen und gerne am Ende, wenn wir noch Luft haben, einfach die eine oder andere Frage noch ins Visier nehmen. Ja, bevor wir einsteigen, dann direkt. Musst du mal gucken, es kann sein, dass ich gerade dein Bildschirm, weil ich muss mich gerade zum Moderator ernennen. Ich glaube, du teilst gerade nicht mehr dein Bildschirm. Ich glaube, ich nochmal neu Warte mal, teilen.
Ach so, dann teile ich nochmal neu. Danke, dass du Weil es sagst. ich muss mich, weil Sekunde. ich war da deaktiviert. Ich habe dich da aber, glaube ich, aus Versehen gerade Das macht rausgeschossen. nichts. Die Folie ist auch jetzt nicht so spannend, aber ich packe sie trotzdem noch mal rein. Das sind die rechtlichen Hinweise. Ihr seht es eigentlich, das sind jetzt hier 5 Spiegelstriche. Ja, das Webinar ist als Werbung zu verstehen. Interessenten, Wohnsitz in Deutschland sind angesprochen. Kundige Selbstentscheider mit Erfahrungshebel und Anlagezertifikaten. Ja, und wie gesagt, die Tipps sind nur zur Demonstration zu verstehen und sind keinerlei. Ersetzen keinerlei Empfehlung oder Beratung. Ja. Und Risiken kennt ihr auch, muss ich nicht weiter darauf eingehen. Bei Hebelprodukten gibt es Risiken, die kennt ihr alle. Ansonsten müsst ihr sie bitte nochmal nachschauen. Einen Nachschub habe ich noch, bevor du Michael übernimmst. Ich hatte ja von Nvidia gesprochen, aber natürlich, es brennt da draußen natürlich an vielen Ecken. Ja. Wollen wir jetzt nicht auf die Kriege eingehen, aber wir haben natürlich auch am Wochenende unseren ja, Herr Habeck gehabt, der in China unterwegs war und auch da die Autosektoren sind natürlich ordentlich. Die deutschen und europäischen Autowerte sind unter die Räder gekommen und naja, mal gucken, das Wochenende hat oder sie sind ein bisschen positiver in die Woche gestartet. Da geht es natürlich um den Zollstreit. Auch ein spannendes Thema. Ne? Mittelfristig die Werte haben ordentlich auf die Mütze bekommen. Ja, ob es jetzt eine Porsche, eine Volkswagen, eine Mercedes oder auch eine BMW natürlich ist. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Ich würde sagen, du springst einfach direkt rein, kannst dann entscheiden, ob du die Kamera anlässt. Vielleicht aufgrund, dass die Performance oder die Präsentation besser zu sehen ist, kannst du da vielleicht auch ausschalten und am Ende können wir sie nochmal anmachen, die Kamera. Also ich schalte mich weg, gucke mal in die Fragebox immer wieder und wünsche dir einen guten Start ins Webinar, euch allen viel Spaß und ja, gerne passende Fragen zum Thema in die Chatbox. Dankeschön. Jo, perfekt. Ich guck mal gerade hier. Ja, jetzt müsste es der richtige Bildschirm sein. Könnt mal kurz mal Bescheid Ja, sagen, ob ihr hier. passt, passt. Ja, man 5 sieht das auf jeden KI-Profiteure. Fall. Ich habe Sieht man. hab ja immer das Problem, ich habe hier so viele Bildschirme angeschlossen. Der war, glaube ich, am Anfang auch gerade auf dem falschen Bildschirm. Genau, erstmal dann auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich habe euch so ein paar meiner Meinung nach spannenden Aktien jetzt für das zweite Halbjahr vorgestellt und der Markus hat es gesagt, es ist eigentlich jetzt ein ganz gutes Timing, weil wir endlich mal auch eine Korrektur gesehen hätten. Ansonsten hätte ich sagen müssen, dass wir wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen abwarten müssen, weil wir doch sehr heiß gelaufen sind. Aber man sieht es hier an der Nasdaq, wir haben jetzt heute nochmal den dritten Tag einen Rücksetzer. Und wir können uns gleich mal ein paar Einzelaktien anschauen. Eine Nvidia, die ja die Tage davor oder die Wochen davor, teilweise sogar die Monate davor, quasi alles mit nach oben gezogen hat, da wird eben auch Luft abgelassen. Und ein Grund, das kann ich mal gerade vielleicht zeigen, ist ganz spannend, dass man da immer auch mal reinschaut, sind diese größeren Insider-Verkäufe. Das könnt ihr euch selbst auch mal kostenlos anschauen bei openinsider.com. Kleiner Tipp, da geht man hier nicht auf Purchase, sondern Sale, gibt das Kürzel ein und da sieht man es halt. Ja. Jensen Huang, der CEO. Ja, ich meine, er hat 31 Millionen mal eingecashed, davor auch nochmal 31 Millionen, nochmal 31 Millionen. Ja, aber ihr seht, er hat immer noch 867 Millionen Aktien. Also, ne, er hat jetzt 100 Millionen, knapp 100 Millionen rausgenommen, aber das ist jetzt, also das ist immer ganz wichtig zu verstehen, dass in den USA solche Insider-Verkäufe nicht so eine riesige Bedeutung haben. Weil eben die meisten Angestellten oder auch Director und so weiter, die werden zum Großteil mit Aktien gezahlt. Und dann müssen sie die Aktien entweder verkaufen, weil sie auch Steuern zahlen müssen oder weil sie eben einfach mal ein bisschen was auscashen wollen. Also das ist jetzt nicht so von wegen ein Zeichen, oh, die Aktie muss fallen, der CEO hat verkauft. Ich erinnere mich noch ganz genau, wirklich vor, das ist vor 8 oder vor 10 Jahren oder so gewesen, bevor die Aktie überhaupt wirklich entdeckt wurde. Selbst dort hatte der CEO, der Jensen Huang, auch schon Insider-Verkäufe gemacht. Und ich habe damals wegen diesem Insider-Verkauf dann nicht gekauft. Ja, und danach ist die Aktie unter anderem ewig hochgegangen. Ich hatte sie dann teilweise immer mal gehabt, aber diese ganz große Bewegung mitgenommen habe ich leider, leider nicht. Genau, kurz, Michael, ganz ganz kurz, schnell ein paar Worte zu mir. Bitte? Michael, kannst du eventuell diesen Link kurz einfach in den allgemeinen Chat kurz reinposten? Dann hat den jeder. Sorry, dass ich dir Ja. reingrätsche, aber vielleicht wäre diese Frage gekommen und dann kann jeder damit mal ein bisschen Guck rumspielen, mal sich das gerade. anschauen. Das wäre top.
Danke Genau, dir. habe ich mal in den Chat gerade Erst drin. reingepostet. Perfekt. Genau, also ich mache schon seit vielen Jahren Börse. Seit 2007 mache ich das Ganze hauptberuflich. Habe früher sehr viel so mit so kleineren Werten rumgezockt. Dieses ganze Segment ist aber ehrlich gesagt schon seit vielen Jahren jetzt tot. Deswegen handle ich jetzt eigentlich überwiegend Aktien, wo ich sage, hey, hier sind spannende Stories, sowohl in Deutschland, aber jetzt vor allen Dingen auch in den USA. Man hat es in den letzten Jahren gesehen und es wird auch gefühlt immer stärker und immer krasser, dass die großen Bewegungen, die großen Stories, die spannendsten Unternehmen kommen aktuell leider, leider nicht aus Deutschland, sondern aus den USA oder aus anderen Ländern. Ich habe jetzt irgendwie die letzten Tage auch immer mal am DAX so nachgeschaut oder MDAX, TecDAX, SDAX. Nebenwerte tun sich so schwer, es ist echt so schade. Und irgendwie woanders geht die Party ab. Und wenn man sich natürlich dann nur auf den deutschen Markt konzentriert, ist es sehr, sehr schwierig. Genau, und der Markus hat gesagt, ich bin ja auf Social Media aktiv, auf Instagram vor allen Dingen, aber auch auf YouTube unter Goldesel Investing. Und genau, habe mit goldesel.de meine eigene Plattform, wo wir auch die ganzen Ideen und was wir so in den Echtgelddepots handeln, auch alles dann immer live mit euch teilen. Genau, ganz kurz, bevor wir auf die einzelnen Aktien eingehen, zur Marktlage. Also wir sind jetzt ja eh Mitte des Jahres und die große Frage, die ich mir auch stelle, ist, ob wir jetzt wie so häufig dann eher so ein 10-Sommer bekommen. Sommerloch, ja, ist ja immer so ganz schön gesagt. Also die letzten Jahre war es wirklich häufig so, dass dann so ab Juli, August man hätte einfach eher nichts machen sollen, beziehungsweise Langfristdepot natürlich laufen lassen, aber so im Trading und so weiter war dann oft tote Hose. Und ich weiß noch, dass ich im August letzten Jahres auch, glaube ich, ordentlich auf den Deckel bekommen habe. Da habe ich mir gesagt, okay, nächstes Jahr machst du das nicht mehr. Da wäre ja ein Urlaub günstiger gewesen, als hier an der Börse zu sitzen in der Hitze. Deswegen, aber die große Frage ist, ob das dieses Jahr eben auch so sein wird. Und ich bin dieses Jahr eigentlich ein bisschen optimistischer, dass es zumindest nicht querbeet jetzt irgendwie massiv runtergeht oder gar nichts los ist, weil eben dieses große Hauptthema KI weiter den Markt elektrisiert. Und wir haben ja auch noch in den USA jetzt noch die Präsidentschaftswahlen. Da geht jetzt, glaube ich, diese Woche auch das erste Treffen zwischen Biden und Trump findet dort statt. Und wahrscheinlich wird dann, jeder wird dann natürlich versuchen, Wähler auf seine Seite zu bekommen und natürlich auch dann immer sagen, was man alles tun wird für die Wirtschaft und so weiter. Also das ist meistens auch eher gut für die Börsen, ne, dass diese Präsidentschaftswahljahre eher positiv sind und eben dieses Hauptthema KI. Und das ist, ich denke, gekommen, um zu bleiben. Aber ich zeige es gleich nochmal. Die große Frage wird natürlich sein, wann kommen nochmal die ersten Enttäuschungen? Wird nicht teilweise übertrieben? Denn bei solchen Hype-Zyklen, das hat man schon ganz oft gesehen, da wird immer in gewisser Weise übertrieben. Es geht raketenartig hoch, dann kommt so ein bisschen Ernüchterung. Aber dann kommen bei eben solchen neuen Technologien eben so im zweiten und dritten Schritt doch dann die ganz, ganz großen Sprünge. Und ich denke, dieses Mal wird es auch so sein. Und so das ganz große Bild ist aktuell so. Die deutsche Wirtschaft, heute der Ifo-Index war auch wieder unter Erwartung. Also die deutsche Wirtschaft ganz, ganz schwach. Wir haben so viele Probleme, aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Auf jeden Fall, ich glaube, das Wirtschaftswachstum dieses Jahr soll jetzt 0,4% betragen. Ist jetzt nicht gerade die Welt. In den USA sieht es viel, viel besser aus. Zinssenkungen dieses Jahr, ja, wahrscheinlich eine dann im September. Muss man mal schauen. Die letzten Inflationsdaten waren eigentlich ganz gut. Aber das Spannende ist ja, dass Anfang des Jahres dachte man noch, es gibt ja irgendwie ganz viele Zinssenkungen. Letztes Jahr wurden, glaube ich, sogar mit 6 Zinssenkungen gerechnet. Jetzt haben wir vielleicht dann eine, vielleicht auch gar keine und trotzdem ist der Markt halt so stark gestiegen, ja. Zum einen, weil die US-Wirtschaft weiter extrem gut unterwegs ist und zum anderen natürlich, weil dieses ganze Thema KI den Tech-Sektor, aber auch querbeet den Markt beflügelt hat und die größten Profiteure, die waren, wie gesagt, die Chipbauer. Aber auch wieder die großen Tech-Werte, ja. Und ganz spannend auch, da können wir vielleicht nachher noch mal kurz drauf eingehen. Apple, ich war selbst sehr skeptisch für Apple dieses Jahr, weil halt nichts an Neuheiten kommt, so hardwaremäßig und die Bewertung ist sehr hoch. Aber die Keynote, die sie jetzt gehalten hatten auf ihrer WWDC, also der Worldwide Developer Conference, die hat dann doch sehr positiv überrascht, dass jetzt sowohl Analysten als auch ich davon ausgehen, dass es da, glaube ich, doch einen ordentlichen Upgrade-Zyklus gibt, weil Apple eben es doch wieder schafft. Sie sind zwar nicht die Ersten,
Aber sie schaffen es, glaube ich, am besten, diese KI-Tools ins Endgerät zu integrieren, dass es dann auch wirklich von der Masse genutzt wird. Und das hilft dann, glaube ich, nicht nur Apple, sondern auch dem ganzen Ökosystem beziehungsweise auch anderen Softwarefirmen und so weiter, ja. Und nochmal, bevor wir auf die Aktien eingehen, dieses ganz große Thema, wo jetzt schon Rückschlagpotenzial irgendwann da ist. Also im ersten Schritt ist es ja jetzt ja so, dass alle irgendwie völlig durchdrehen, in Anführungszeichen, und Rechenzentren bauen. Alle wollen KI-Modelle bauen und investieren da ohne Ende Geld und sorgen halt dafür, dass die ganzen Chipbauer und Nvidia richtig ordentliche Margen einfahren. Quasi Nvidia hat aktuell Monopolmargen, die verdienen so unfassbar viel Geld und haben solche krassen Nettomargen, dass sowas gibt es halt wirklich nur bei Monopolen, weil aktuell sind sie eben ja kaum einholbar. Ja, und aktuell ist, wie gesagt, ja, es gibt so ein paar ganz wenige Chipwerte, die profitieren. Aber die Frage, die sich halt schon stellen muss, ist, ja, was kommt dann danach einfach? Ja, also alle investieren jetzt gerade, also auch die großen anderen Tech-Werte, Meta und so weiter. Aber wann kommen denn wirklich jetzt so die ersten Anwendungen, die Software, womit dann auch wirklich Geld verdient wird? Ja, und ich glaube, da könnte es jetzt schon so ein bisschen Ernüchterung geben, dass das halt alles doch länger dauert, als man jetzt so in der Euphorie gedacht hat, weil alle denken, ich denke auch bei mir in der Firma bei Goldesel, ich habe auch gesagt, ey, wir müssen was mit KI machen und so weiter, was geht da, was können wir machen und so weiter, ja. Irgendwie Nachrichten auslesen mal mit KI oder irgendwie Zusammenfassungen machen mit KI und so weiter. Wie können wir ChatGPT nutzen und so? Habe auch schon da einiges ausprobiert, aber so diesen Aha-Effekt, wow, das ist ja richtig geil, den hatten wir bei uns jetzt auch noch nicht. Und ich glaube halt, dass da jetzt von vielen Unternehmen im Vorfeld auch bei den Zahlen, der gesagt wurde, ja, nee, wir haben ja das in KI, das in KI und das wird richtig toll, wir haben super Produkt und die Nachfrage ist so groß. Und wenn das halt jetzt nicht wirklich dann zu sehen ist in den Zahlen, dann kann es eben doch jetzt deutliche Rücksetzer geben. Und dementsprechend, das hat man jetzt auch bei Salesforce zum Beispiel gesehen. Ich erinnere mich doch genau, als Salesforce gesagt hatte, dass sie ja so tolle neue KI-Anwendungen haben und dass die Kunden das so toll finden. Und jetzt hat man bei den letzten Quartalszahlen eigentlich so ein bisschen gesagt, nee, die Kunden sind doch eher abwartend und gucken aufs Geld und so weiter. Also da muss man jetzt mal wirklich gucken, was im Q2, die Berichtssaison beginnt ja jetzt bald, was da alles jetzt so wirklich schon zu sehen ist. Nicht jetzt bei Nvidia und Co., weil ich glaube, Nvidia wird nochmal Bombenzahlen liefern, die nächsten Quartale, TSMC auch, aber dann wirklich bei Softwarekonzernen und so weiter, ja. Und im zweiten Schritt, und das ist halt so das Spannende, ne, was kommt nach den ganzen Chip-Unternehmen? Wer profitiert dort wirklich? Ne? Und das ist ja so ein bisschen auch das Thema von der Präsentation. Und ich glaube, es wird mittelfristig auf Sicht von mehreren Jahren die komplette Wirtschaft betreffen, also quasi alle Unternehmen, weil eben jetzt querbeet danach geschaut wird, wie können wir effizienter werden, wo können Prozesse optimiert werden, automatisiert werden, was kann vielleicht komplett von der KI erledigt werden, zum Beispiel, was ja jetzt aktuell schon auch viel gemacht wird, so im, das macht glaube ich Zoom unter anderem, so diese ganzen Chatbots, die einem dann helfen bei Problemen, also da spricht man nicht mehr mit so einem ganz dummen Chatbot, der dann ja immer nur nervt, sondern halt mit Chatbots, die den Großteil der Fragen beantworten können. Ja, also das sind schon krasse Verbesserungen einfach. Aber es wird auch, denke ich, sehr, sehr große Sprünge geben. Da gab es auch schon so einige Meldungen zuletzt von diversen Forschungseinrichtungen im Bereich Healthcare, also vor allen Dingen auch so in der Medikamentensuche. Ja, da hat man früher quasi im Dunkeln gestochert und jetzt kann mittels der KI und den ganzen Software drumherum kann innerhalb von kürzester Zeit können mögliche potenzielle Kandidaten entdeckt werden, wo man danach dann viel einfacher und schneller dann spezifisch danach dann schauen kann, ob das wirklich so ist. Ja, und natürlich solche Sektoren wie Cyber Security, denn mit KI wird es auch, glaube ich, noch viel mehr Angriffe geben, aber die Aktien sind ja leider teilweise auch schon sehr, sehr hoch bewertet und heiß gelaufen, deswegen habe ich die jetzt nicht dabei. Der Energiesektor, das wird ein ganz, ganz großes Thema. Ich hatte mich da auch schon mal positioniert, weil Mark Zuckerberg sagt das, Microsoft sagt das, aber auch querbeet andere Unternehmen, dass irgendwann der Bottleneck sein wird, dass halt für diese Rechenzentren nicht mehr genügend Energie da ist und dass der Bedarf jetzt durch diese ganzen riesigen KI-Farmen so groß sein wird,
dass man sich halt echt die Frage stellen muss, wo soll die Energie herkommen? Ja, und auf die Schnelle neue Atomkraftwerke bauen wird nicht funktionieren. Auf die Schnelle irgendwelche Kohlekraftwerke oder Gaskraftwerke, was wird, denke ich, auch nicht passieren, denn Microsoft und Co. haben ja sich alle dazu verschrieben, CO2-neutral zu werden oder zumindest in die Richtung zu gehen. Also können die da nicht mit fossilen Energien irgendwie rumhantieren. Also muss die Energie aus Wind kommen, aus Solar kommen, vielleicht aus irgendwie Brennstoffzellen, Wasserstoff. Da gibt es auch mit Bloom Energy einen spannenden Player, der da ein paar Aufträge hatte. Oder vielleicht mittelfristig aus solchen neuen Atomreaktoren. Da gibt es, glaube ich, auch ein paar Startups, aber das dauert halt eben doch deutlich länger. Also ich denke mal, das Schnellste wird sein, der Solarbereich. Da gibt es mit First Solar eine Aktie, die spannend ist. Und natürlich Windenergie. Und dann wird das große Thema sein, wie man das Ganze speichern kann. Ich habe heute nochmal, dieser Kommentar ist heute von der UBS gekommen, der auch nochmal zeigt, dass, denke ich, dieses Thema KI, ja, vielleicht ist es gerade aktuell ein bisschen zu heiß gelaufen, aber wir korrigieren ja zumindest gerade, aber dass das eben doch eines der, ja, so der Events ist, die die Börse, die Welt auf ein neues Level heben können und ich hoffe auch auf ein positives Level. Da schreibt die UBS, KI scheint eine der größten Investitionsmöglichkeiten in der Geschichte zu sein. Anleger sollten sicherstellen, dass ihre Portfolios KI-fähig sind. Wir mögen Halbleiterunternehmen, die von hohen KI-Investitionsraten profitieren und die vertikal integrierten Megacaps, die in der gesamten Wertschöpfungskette gut positioniert sind. Ja, also das sind natürlich jetzt erstmal so die Basics, ich sag mal die No-Brainer, die jetzt am Anfang profitieren. Von den Chipwerten nur ganz kurz, meiner Meinung nach Nvidia natürlich aktuell der größte Profiteur. Das ist die große Frage halt, wie lange das so sein wird und wie lange sie diese Monopolmargen abschöpfen können. Aber es gibt zum Beispiel mit Broadcom noch eine zweite Aktie, die ganz spannend ist. Und eine dritte stelle ich jetzt gleich auch noch hier vor in der Präsentation. Ja, und von den anderen großen Mega-Cap-Aktien, ich denke mal, Microsoft ist so einfach ein Basisinvest weiterhin. Amazon ist weiterhin mit AWS eines der spannendsten Unternehmen. Ich bin bei Amazon und bei Alphabet mit dabei. Die sind, denke ich, beide sehr, sehr gut aufgestellt in der nächsten Zeit. Also das sind so die Basics, aber wir wollen ja andere Aktien mal anschauen, die profitieren, ja. Und was jetzt noch spannend war, hatte ich ganz kurz gesagt eben, Apple hat es, denke ich, geschafft, dass dieses ganze Thema KI jetzt auch in der breiten Masse ankommt. Ne? Viele haben schon von ChatGPT und so weiter gehört, aber wenn du halt diese ganzen Funktionen wirklich auf deinem iPhone gut integriert hast, ich glaube, das kann der ganzen Branche nochmal einen brutalen Schub geben. Und es gab jetzt nochmal einen Kommentar hier von dem Herrn Ives, der hat, das war glaube ich auch heute, dass Apple jetzt wirklich es geschafft hat, hier richtig gut abzuliefern. Und Apple wird die Art und Weise, wie Verbraucher KI nutzen und erleben, dominieren. Ja, weil sie es einfach schaffen, die Hardware so zu bauen und die Software so zu verknüpfen, dass es halt einfach zu bedienen ist. Ne? Und da ist Apple einfach am besten, das muss man einfach sagen, ja. Und KI kann der Apple Story 30, 40 Dollar pro Aktie geben, ja. Und das hilft dann eben auch den anderen Konzernen, genau. So, genau. Und ich wollte euch jetzt mal so ein paar Aktien vorstellen. Ich hatte die auch schon mal, ich glaube, die hatte ich auch schon mal bei Instagram erwähnt. War so für mich jetzt gerade die Frage. Wo sind denn jetzt wirklich schon die ersten Unternehmen außerhalb jetzt der Chiphersteller und vielleicht dieser KI-Serverbauer und auch dieser Cloud-Anbieter wie AWS und so weiter, die wirklich schon mal ein Produkt auf den Markt gebracht haben, wo man sagt, ey, das ist ja echt cool, das funktioniert ja super. Und im Handelsblatt gab es einen Artikel, dass jetzt Wix.com sehr gefragt ist, auch bei diversen Hedgefonds und so weiter. Nur dass die Aktie akkumuliert wurde und ihr seht es ja, die Aktie ist zuletzt ganz gut gelaufen und dann gab es hier so ein riesiges Gap nach den Quartalszahlen und das hat die Aktie auch bis jetzt eigentlich ganz gut gehalten. Sie kam zwar jetzt die letzten Tage zurück, aber noch sieht das alles ganz bullisch aus. Und die große Frage ist, habe ich mir natürlich auch direkt angeschaut und mir dann nochmal die letzten Quartalszahlen angeschaut, woran liegt das jetzt bei Wix.com und was ich mir dann auch immer so für eine Frage stelle, macht das Sinn? Ist das nachhaltig? Und wie groß kann der Markt werden? Und Wix.com hat es unter anderem geschafft, ich gehe mal gerade hier drauf, ich glaube, ich habe die Website sogar offen, einen KI-Bilder zu bauen für die eigene Website,
wo man einfach mit der KI sagen kann, was man gerade für ein Geschäft hat zum Beispiel und daraus dann ja, eine Website im Schnips Handumdrehen erstellen kann. Ja? Und wenn man sich halt vorstellt, wie viele kleine und auch mittelgroße Unternehmen aktuell vielleicht gar keine Website haben oder eine ganz, ganz alte Website haben, irgendwelche Handwerksbetriebe und so weiter. Oder hier waren jetzt ein paar Beispiele hier mit so Keramikprodukten oder eine Kletterhalle und so weiter. Dann ist das einfach ein unfassbar großer Markt. Ich kann es mal ganz kurz hier zeigen. Und da gibt man einfach einen Prompt ein, was man haben will. Da gibt es so ein kurzes Website-Briefing und dann erstellt er dir einfach die Website. Ja, und das ist halt echt so ein Produkt, wo ich sage, wow, das ist doch mal richtig geil. Ja. Du, hier, mein Unternehmen ist eine Indoor-Kletterhalle. Und bumm, haut er dir die Webseite einfach raus, die du dann noch natürlich anpassen kannst und so weiter. Also, das ist doch mal richtig schöner Mehrwert. Und das ist auf jeden Fall ein Ding gewesen, was richtig gut angekommen ist und wo es jetzt im letzten Quartal eben extreme Nachfrage sah. Also, sehr, sehr starke Nutzung von diesem Website-Builder, der früher in dem Quartal gelauncht wurde mit Hunderttausenden von Seiten, die schon jetzt erstellt wurden. Ja, und bei Wix.com machst du halt ein Abo sozusagen und dann kannst du dir halt diese Websites immer erstellen lassen. Ja, und das ist natürlich echt eine spannende Sache. Und ich gucke gerade nochmal die Bewertung. Und man muss natürlich auch immer so ein bisschen schauen, wie viel Euphorie ist in dieser Aktie halt schon drin. Ne? Aber Wix.com ist eigentlich noch, ich gucke gerade nochmal, war eigentlich jetzt gar nicht so abstrus teuer bewertet, sondern war eigentlich, ich glaube noch, sind auch schon profitabel, verdienen Geld. Ich versuche es gerade mal hier reinzuziehen. Und da gucke ich nämlich auch immer drauf. So. Hier sieht man das, ja. Also der Umsatz soll dieses Jahr 1,75 Milliarden betragen. Und von 57 Cent Gewinn pro Aktie auf $5,51 kann man sich natürlich jetzt mal ausrechnen, was ist das für ein KGV? Hier 158 durch 5,5. Ja, also ein KGV von irgendwie 25 bis 30. Und hier unten steht es ja sogar. Und also wenn dieses Thema aber nochmal mehr Traktion gewinnt, dann kann ich mir vorstellen, dass die Aktie nochmal ordentlich abhebt. Das war ja auch eine so eine Aktie, die mal im Corona-Hype richtig steil gegangen ist, dann aber auch wieder massiv zurückkam. Also Wix.com ist für mich eine sehr spannende Aktie und ich habe die auch schon als kleinen Disclaimer, ich habe ein bisschen Hustenreiz, ich habe die auch schon im Depot, bin aber gerade aktuell sogar leicht im Minus. Ich glaube, ich habe die hier einmal irgendwo hier gekauft, da war ich im Plus und jetzt habe ich jetzt auch nochmal den Rücksetzer gerade so ein bisschen gekauft. Heute ist die Aktie leicht im Plus. Ja, sieht ganz gut aus. Bei Michael, 58,57 $, genau. Ja. kannst du eventuell eine Vollbildpräsentation oder den Präsentationsmodus einschalten, weil es teilweise ein Tick klein ist. Ich zweimal wurde es Okay. hier schon erwähnt. Wenn das möglich ist, wäre das super, damit man das vielleicht noch einen Tick besser sehen kann. Wenn du magst, Kann kannst man du auch gerne, probieren. sonst schaltest du auch dein Bild aus. Ist auch okay für den Moment, wo du präsentierst, kannst du gerne machen, wenn es dann ein Tick größer wird. Ich kann Ja, dir ja ich habe nochmal. jetzt hier, ich gucke mal gerade genau. Also diese Sachen hier unten, die muss man auch nicht lesen können, das ist nicht so wichtig. Ne? Nee, Ich gehe nee, nochmal nee. gerade mal auf die nächste Seite. Hier hatte ich sogar nochmal die Sachen. Und was ich immer mache, das kann man wahrscheinlich jetzt hier auch wieder nicht gut lesen. Ich zoome mal ein bisschen an. Ups, genau. Also was ich dann natürlich dann immer mache, ist die letzten Quartalszahlen anschauen. Da gebt ihr einfach immer ein Wix.com Investor Relations und dann den Earnings Release. Ja, und da sieht man auch, dass das Ergebnis pro Aktie $1,29, da hat man die Schätzungen wirklich massiv übertroffen und man hat die Guidance angehoben. Also vor allen Dingen bei US-Werten Guidance extrem wichtig, also der Ausblick. Und man sagt auch, dass im zweiten Halbjahr, dass man sogar erwartet, dass die Bookings sich weiter beschleunigen. Und das ist natürlich richtig schön. Ja, und die Free Cashflow Marge Ausblick 26%, also solche Geschäftsmodelle, wo man halt eine Software gebaut hat und ja, wo man dann brutale Rohmargen hat, das ist natürlich, hast du einfach krasse Cashflows einfach, die du irgendwann erzielst. Und deswegen ist die Aktie auch für mich sehr spannend. Also das mal als ersten Wert, das sehe ich gerade hier. Ich bin hier hinten hier schon ein bisschen hinter der Zeit her. Ein zweiter Wert, wir haben ja jetzt eigentlich, ich wollte den ja mal jetzt mal mitnehmen, wir haben ja eigentlich so das Thema KI, also Hims and Hers,
Die machen bestimmt auch irgendwas mit KI, aber ich weiß nicht, wer das Unternehmen überhaupt kennt. Das ist eher so ein Telemedizinunternehmen, wo du online dich mit einem Arzt verbinden lassen kannst und dich dann beraten lassen kannst auch und dann verschreibungspflichtige Medikamente auch bekommst, wo dann für dich auch per App bzw. Website ein Plan erstellt wird, wie stark das dosiert werden muss. Und das sind vor allen Dingen Medikamente, wo du dann vielleicht nicht zum Arzt gehen möchtest. Also wenn du Hautunreinheiten hast, wenn du, keine Ahnung, Erektionsstörungen hast, ja, sowas in die Richtung, also sowas wie Haarausfall, ja, da haben sie überall Medikamente für. Und der neue Blockbuster, und das habe ich hier auch nochmal im Chart gezeigt, ist eben jetzt dieses Thema, dass sie eine neue Produktkategorie geschaffen haben, die das Unternehmen auf ein neues Level heben könnte, nämlich die GLP-1-Abnehmspritzen. Ich sehe gerade, hier fehlt ein M. Abnehmspritzen. Quasi das, was Novo Nordisk und Eli Lilly anbieten, werden sie jetzt auch anbieten. Sie dürfen das wohl machen, weil es hier aktuell Engpässe gibt. Und da dürfen sie jetzt dieses Medikament mit einem Partner produzieren und eben auch vertreiben. Und wenn man sich mal anschaut, wie groß dieser Markt ist mit Abnehmspritzen. Ich meine, ich habe jetzt gelesen, dass 10 bis 15% der Amerikaner schon mal jetzt Kontakt hatten mit diesem Abnehmmedikament. Das kam ja damals vor allen Dingen aus Hollywood. Da haben die ganzen Promis damit angefangen. Das ist ja eigentlich ein Diabetes-Medikament gewesen. Da hat man festgestellt, man hat kaum Appetit mehr, man nimmt ab. Und das hat so einen krassen Erfolg gehabt, dass ja kaum mehr dieses Diabetesmittel verfügbar ist, weil alle jetzt dieses Abnehmmedikament haben wollen. Plus, dass es noch viele weitere scheinbar positive Nebeneffekte hat. Ich glaube, mit Nieren und so weiter gibt es da noch positive Resultate. Also das kann halt ein riesen, riesen Markt werden. Und Hims & Hers, ganz wichtig, die sind auch so schon brutal gewachsen. Ich guck mal gerade, hier sieht man das nicht. Ich werde gleich auf die Website gehen bei Hims & Hers. Die sind so schon brutal gewachsen, hoch zweistellig und jetzt mit dieser neuen Kategorie. Ich kann mal kurz zeigen, wie ich das dann einfach immer mache. Ja, ganz wichtig immer, es ist immer am besten, auf die Website zu gehen von den Unternehmen und sich dort dann die Zahlen direkt anzuschauen, weil in so Headlines und so weiter, da gibt es dann immer irgendwie adjustiert und so weiter. Ja, da wird man gerne mal veräppelt. Deswegen geht immer mal direkt drauf und hier sieht man es. Ja, also der Umsatz ist jetzt im ersten Quartal immer noch um 46% gestiegen auf 278 Millionen und man hat auch unter dem Strich 11 Millionen verdient. Also man ist jetzt profitabel geworden und im letzten Jahr war man eben noch unprofitabel. Die Subscriber, also das ist halt geil, das ist ein Abo-Modell sozusagen mit unfassbar hohen Margen, weil Medikamente kosten in der Produktion extrem wenig einfach. Und wenn du dann so ein, ja, so ein Pfizer-Medikament halt als White Label vertreibst, was du ja selbst produzierst, da hast du halt Rohmarge von irgendwie 90% und so weiter, ne, für so Viagra-Ersatz und so weiter. Das ist halt richtig, richtig krass einfach. Und ja, das sorgt halt dafür, dass das Unternehmen jetzt profitabel geworden ist. Und jetzt kommt eben noch diese Geschichte hinzu, dass dieses Abnehmmedikament kommt. Wir können mal ganz kurz hier auf die Zahlen gehen. So ein paar Sachen, auf die ich achte. Wie viel Cash sie haben, das ist deutlich angewachsen. Inventory ist auch ein bisschen angewachsen, ist aber auch jetzt in dem Fall auch gut, weil sie auch mehr Umsatz machen. Also es wächst mit dem Umsatz ein bisschen an. Und genau, ich gehe nochmal hier weiter runter. Das ist immer noch ganz wichtig. Da sieht man halt mal, was für ein krass brutales Geschäftsmodell das ist. Ja? Also Umsatz 278 Millionen, Cost of Revenue, also das, was an direkten Kosten anfällt, ist nur bei 49 Millionen und dadurch hast du eine Bruttomarge von 82%. Das schaffen maximal irgendwelche Softwarekonzerne, sowas wie Wix.com vielleicht. Aber eigentlich denkt man nicht, dass das irgendwie so ein Unternehmen schafft. Aber es ist halt hochprofitabel und deswegen, und das wurde auch oft kritisiert, hauen sie halt die Hälfte vom Umsatz hauen sie für Marketing raus. Ja, das ist halt echt der absolute Wahnsinn. Und deswegen hatten sie vorher auch immer Verluste gemacht, aber diesmal sind sie jetzt von 11 Millionen Verlust auf 9 Millionen Gewinn gegangen. Ja, und das war jetzt am Ende dann 5 Cent Gewinn pro Aktie. Sie haben immer noch eine ordentliche Verwässerung. Das ist natürlich nicht so schön, aber sie sind jetzt profitabel. Ja, also das ist mal kurz die Story dahinter. Und was ganz spannend ist, wo man jetzt sieht, dass das halt richtig einschlägt. Das habe ich bei X jetzt gesehen.
Also normalerweise kosten diese Medikamente von Eli Lilly und von Novo Nordisk halt $1.000 im Monat, ja. Und selbst das zahlen ja viele Amis mittlerweile. Aber es ist echt kein günstiger Spaß. Und bei Hims & Hers geht das halt ab $199 im Monat los, ne? Also sie sind viel, viel günstiger und trotzdem sagen sie, dass das sehr, sehr profitabel sein wird. Und schaut mal, das ist so ein kurzes 30-Sekunden-Video. Und das Ding hat hier 2,1 Millionen Aufrufe hier unten innerhalb von 2 Wochen. Ja, also das zeigt mir, okay, hier könnte es vielleicht eine schöne positive Überraschung geben. Und die Aktie ist, wie gesagt, ordentlich angesprungen. Ich gehe gerade mal hier drauf. Sie hat jetzt einen kleinen Rücksetzer hingelegt. Gestern war sie dann teilweise mal so eine kleine Stoppwelle, würde ich sogar sagen. Ne? Hier dieser Docht hier unten. Und jetzt springt sie aber wieder an. Also Hims & Hers finde ich so mit die spannendste Aktie und ich überlege dort auch nochmal so eine größere Wette zu platzieren. Die hat sich zwar schon vervierfacht, aber die war mal so absurd niedrig bewertet, weil es, glaube ich, mal ein Spec war und immer Shortseller drin und so, die dagegen gewettet haben, aber man sieht jetzt, das waren auch die letzten Zahlen, ist auch explodiert und ich glaube, da ist die Trendwende einfach da. Ja? Und die haben auch in Anführungszeichen nur knapp 5 Milliarden Marktkapitalisierung. Wenn man sich das dann anschaut, wie groß dieser Markt insgesamt ist für Telemedizin und vor allen Dingen jetzt auch für Abnehmpillen und so weiter, Abnehmspritzen, das könnte ein richtig großes Ding werden. Ja, aber wie gesagt, ja, das ist auch, kann natürlich, so und so ein Ding kann auch mal schnell 20, 30% korrigieren. Deswegen ist natürlich keine Kaufempfehlung. Bitte immer hier selber nachdenken. Aber ich bin hier aktuell, wie gesagt, drinne als Trade und möchte die Aktie auch länger noch erhalten. Genau. Eine dritte Aktie, was ich gesagt habe, so ein bisschen Gas geben hier. Accenture kennt wahrscheinlich jeder Beratungsunternehmen. Und was ich gesagt habe vorhin, was ich mir vorstelle, ist, jeder will ja jetzt überlegt, jetzt jedes Unternehmen überlegt, ey, wo kann ich jetzt überhaupt hier mit KI profitieren? Ne? Also nicht nur Unternehmen, die jetzt irgendwelche Software herstellen, sondern natürlich querbeet, jedes Unternehmen, vielleicht jeder Handwerker, eine BASF und so weiter, also auch Produktionsunternehmen querbeet. Und dementsprechend, weil sie diese Expertise nicht selber haben, gibt es eben diese große Nachfrage nach Beratungsleistungen im Bereich KI. Und Accenture ist dort sehr, sehr stark aktiv, hat auch mehrere Übernahmen getätigt. Und sie haben jetzt bei den letzten Zahlen gesagt, dass diese neuen Buchungen um 22% gestiegen sind im ersten Quartal. Und der Bereich Generative AI Bookings, also wo sich Unternehmen beraten lassen für KI, dass das jetzt 900 Millionen neue Buchungen gab im abgelaufenen Quartal. Also da kommt jetzt richtig Traktion rein. Und ihr seht es hier beim Chart, es gab dieses Gap nach oben nach den Buchungen und die Aktie hält sich auch weiter ganz gut. Ich glaube, die ist heute auch wieder im Plus. Also Accenture könnte so ein Unternehmen sein, so vielleicht als Basisinvest, wo die UBS ja vorhin jetzt, was ich ja gesagt hat, der Unternehmen, die irgendwie von KI profitieren. Accenture könnte es sein, ja, und das finde ich echt ganz spannend und da habe ich jetzt auch gerade aktuell bei mir im Depot eine Trading-Position, ist ja klar, ne? Also ich bin ja selbst Vollblut-Börsianer und Trader und wenn ich so Ideen hier vorstelle, wäre es komisch, wenn ich die nicht selbst im Depot hätte, ja, weil wenn ich sie gut finde, habe ich sie natürlich im Depot, deswegen habe ich natürlich auch Accenture im Depot, aber die Aktie ist nicht ganz günstig, die waren mal früher, hatten die immer so ein KGV von 10, 20. Dann sind die mal auf über 30 gegangen. Jetzt, weil es so einen kleinen Schub nach oben gab. Aktuell hat man so ein bisschen Probleme. Ich glaube, der Umsatz ist nur ganz, ganz minimal gestiegen im abgelaufenen Quartal. Eigentlich waren die Zahlen unter den Erwartungen, aber auch hier dieses Buzzword KI hat einfach gezogen, ja. Und dementsprechend ist eine Accenture hochgejagt. Idee Nummer 4, Qualcomm. Auch eine spannende Swing-Trading-Idee. Qualcomm stellt ja diese Snapdragon-Chips her und nehmen AMD und Intel aktuell wirklich die Butter vom Brot, so kann man es schön sagen. Und es gibt immer mehr Hardware jetzt, die diese Snapdragon-Chips drin haben, weil die einfach deutlich leistungsfähiger sind. Und Microsoft hatte ja zuletzt diese ganzen Copilot Plus Geräte vorgestellt. Und dort sind jetzt vor allen Dingen auch Qualcomm-Chips verbaut. Da gibt es jetzt ganz, ganz viele, ganz viele Hersteller, die jetzt Qualcomm-Chips nur noch haben oder sehr viele haben, unter anderem Samsung und Co. Ich zeige das gleich nochmal. Aber da ist auf jeden Fall gerade richtig viel Traktion drin. Leider ist die Aktie auch
ziemlich gut gelaufen. Heute ist die so ein bisschen wieder unter Druck. Ich glaube bei 205 Dollar. Ich habe es hier mal eingezeichnet. Also Qualcomm habe ich im Langfristdepot schon länger. Hier würde ich eine Trading-Position aufbauen, wenn die so in Richtung 200 Dollar geht. Also das ist auch noch ganz spannend. Und es gab jetzt vor ein paar Tagen nochmal von einem Analysten einen Kommentar. Da sagen die, der Herr Sino von CFRA sagt, dass Qualcomm einer der großen Profiteure ist, weil es eben jetzt aktuell so ist, dass zwar zum einen ganz viele Rechenzentren gebaut werden, aber Apple und Co., die bringen ja jetzt dieses ganze KI-Thema auf die Geräte und da brauchst du eben auch Chips, die KI können, ja. Und das sind eben nicht diese früheren Chips von Intel und Co., sondern vor allen Dingen selbstgebaute Chips von diese Apple M2 heißt der, glaube ich, oder M12, ich weiß es nicht. Also die Apple-Eigenkreation, aber eben auch dieser Snapdragon X Elite. Das ist so ein Chip, der sehr gefragt ist. Jetzt will ich gerade nochmal, bevor uns die Zeit wegläuft, nochmal hier auf die Idee 5 gehen. Tesla, da habe ich auch gleich nochmal hier vor. Tesla habe ich auch im Depot. Tesla ist ja sehr, sehr kontrovers diskutiert. Könnt ihr auch gerne mir mal dann in den Chat schreiben, was ihr davon haltet. Bin ich mal gespannt. Ja, also Tesla, man muss nicht drüber reden, dass es aktuell nicht gut aussieht, was die Absatzzahlen und so angeht von Tesla. Da haben sie Rückgänge zuletzt zu verzeichnen, vor allen Dingen auch in Europa, weil die ganzen Subventionen und Kursen ja so weggefallen. Es gibt nicht mehr so viele Verkaufsförderungen. Insgesamt haben viele Kunden keinen Bock mehr auf E-Autos. Und ich hatte ja auch schon jetzt einige schlechte Erfahrungen. Ich hatte vorher einen Tesla. Ich war eigentlich mit dem Auto zufrieden. Fahrspaß und so ist ja richtig cool. Aber also mein Tesla hatte krasse Probleme gemacht. Ja, ich bin damit schon, also der musste mehrmals in die Werkstatt und Co. Das Ding war echt ein Montagsauto. Richtig Katastrophe. Aber an sich, was die Software und so angeht, ist Tesla den anderen halt schon sehr weit voraus. Ich habe jetzt aktuell so ein BMW iX3. Wenn du das halt mit Tesla vergleichst, so was die Software und so angeht, auch Ladeinfrastruktur, da liegen halt einfach Welten dazwischen. Ja, und bei Tesla gibt es jetzt so ein paar Katalysatoren, wo ich sage, okay, ich überlege bei Tesla sogar echt eine große Wette einzugehen mit, ja, also ich überlege eines meiner Trading Depots ein bisschen umzubauen, wo ich dann nur noch wenige Positionen halte und wo ich dann in Tesla wahrscheinlich so 40, 50.000 Euro mal reinpacke als Trade. Und dann mal schauen, ja, ob diese Visionen von Elon Musk wahr werden. Der erste mögliche Trigger ist dieser Robotaxi-Event am 8. August. Da hat Wedbush jetzt zuletzt gesagt, dass der bevorstehende Tesla AI-Tag am 8. August ein entscheidender Moment für das Unternehmen sein wird, der die Aktie in Richtung einer Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar treiben könnte. Ja, also bin ich mal gespannt. Das wäre, glaube ich, fast eine Verdopplung. Das Unternehmen hält an seinem Outperform-Rating und einem Kursziel von 275 Dollar für die Tesla-Aktie fest. Also dieser Event wird sehr, sehr spannend und dort wird man eben zeigen, wie diese Robotaxi-App aussieht und was dafür natürlich essentiell ist, ist, dass dieses Full-Self-Driving funktioniert. Ich will euch gleich mal ganz kurz was zeigen, was ich da jetzt auch heute Morgen erst gesehen habe. Also Full-Self-Driving könnte ein Riesentrigger sein. Das war auch der Grund, wieso hier die Frau Katie Wood, ihr kennt sie wahrscheinlich, ein Bull Case von 3.100 Dollar genannt hat. Also ich, sorry, ich finde das natürlich auch ein bisschen übertrieben. Im Bear Case eine Vervierfachung bis 2029, Expected Value 2.600 Dollar und diese ganzen Kursziele von ihr basieren darauf, dass dieses Thema Robotaxi komplett explodiert. Und wenn es natürlich Tesla gelingt, so ein Robotaxi-Dienst auf die Straße zu bringen, dass Tesla selbst ein paar Autos betreibt, aber dass jeder, der einen Tesla besitzt, kann halt per App dann sagen, okay, mein Auto ist freigegeben, es kann jetzt als Robotaxi genutzt werden und Geld für mich verdienen. Das ist so die Vision. Wenn das wirklich klappen sollte, dann wäre das natürlich brutal, weil dann, wenn Tesla sich dann wie Uber immer irgendwie 20% oder 30% schnappt von den Umsätzen, das ist natürlich dann brutal hochmargiges Geschäft. Ja, und der nächste Trigger von Elon Musk, von Tesla ist eben dieser Optimus-Roboter. Da war er auf der Hauptversammlung, war er auch sehr optimistisch. Er hat dann so eine Hochrechnung gemacht, wenn dieser Optimus kommt, er wird in hohe Stückzahl 10.000 Dollar kosten. Er kann benutzt werden als Haushaltshilfe, als Lernhilfe für Kinder und keine Ahnung, kann die Hecke schneiden, ich weiß nicht was alles, ja. Sie würden den dann vielleicht für 20.000 Dollar verkaufen. Und er hat halt gemeint, ja, eigentlich will ja jeder so ein
so einen Roboter irgendwann haben, zumindest jeder, der sich ihn leisten kann. Er hat dann halt Hochrechnung gemacht, dass es dann irgendwann 1 Milliarde Leute werden. Und wenn es halt 1 Million Leute kaufen und die dann 10.000 Dollar verdienen, dann machen sie irgendwann 1 Billion US-Dollar Gewinn sozusagen. Ja, also das ist natürlich schon sehr optimistisch, muss ich sagen. Aber bei Tesla war es schon immer so, dass die Fantasie eben sehr wichtig war. Ja, und wie gesagt, Tesla, ich kann noch mal ganz kurz zeigen, die Aktie hat jetzt zuletzt so ein bisschen nach oben geschoben. Ja, die war heute sogar auch schon mal deutlicher im Plus. Ich glaube, so die wichtige Marke wären, wenn die 190 Dollar mal nachhaltig geknackt wird und dann auch die 200 Dollar Marke. Ich glaube, dann könnte die Aktie auf ja, Schub nach oben umstellen. Und es kann passieren, dass bei diesem Robotaxi-Event, wenn das wirklich gut läuft und dem Markt das gefällt, dass dann halt auch eben ein riesiges Gap nach oben gibt und dass das dann beides direkt geknackt wird. Es kann natürlich auch sein, wenn da jetzt irgendwie Elon Musk sagt, ja, hier, wir machen das und das, aber es kommt erst 2026 oder 2027, dass es dann eben doch eine Enttäuschung gibt. Aber nach unten ist die Aktie eigentlich ganz gut abgesichert. Also hier diesen Bereich von 170 Dollar, 165 Dollar. Den würde ich dann spätestens als Stop nehmen. Aber ich habe Tesla aktuell auch schon im Depot. Und wer so eine Aktie halt mit einem K.O.-Schein handeln möchte, kann man sich überlegen. Ja, und dann halt nur einen kleinen Teil einsetzen. Und falls es irgendwie, wenn eine Enttäuschung geben sollte, verliert man zumindest nur dieses eingesetzte Kapital. Dann kann man, ich habe jetzt hier mal genau einen Hebel von 4 bis 5. Vielleicht nimmt man sogar ein bisschen weniger. 3 bis 4er Hebel, denn man muss halt schon sagen, dass die Tesla-Aktie auch an sich schon sehr, sehr volatil einfach ist. Ja, dann kann man sich hier einen Schein aussuchen. Die haben ja auch nur 1 Cent Spread, was echt sehr cool ist. Ja. Sowas hier zum Beispiel sieht man auch, wie krass dieser Schein reagiert, weil die Aktie war vorhin schon mal deutlicher im Plus. Ja, 5,85 Dollar war der Schein vorhin, also 10% höher. Jetzt 5,50 Dollar. Also so ein Schein hier. DQ2Y4N, den könnte man sich eben reinpacken. Ja, und ich will noch mal ganz kurz zeigen, das habe ich vorhin gesehen. Also, ich habe ja selbst damals diesen Tesla Autopilot nicht genutzt, beziehungsweise der ist ja auch gar nicht freigeschaltet. Und aktuell ist es halt so, dass Tesla viel auch mit KI macht, mit diesen neuronalen Netzen. Es gibt alle paar Tage quasi ein Update für den Autopiloten. Und in den USA kann man sich ja immer auch diese Betas runterladen und so. Und was der halt schon kann mittlerweile, ist schon brutal. Ja, hier bei Elektrisiert könnt ihr euch mal anschauen. Der ist komplett, was war das, ich glaube, von LA nach San Francisco gefahren oder so und hat halt die Fehler gezählt. Und das waren halt am Ende echt nur ganz, ganz wenige. Ich gehe mal kurz rein. Er lässt den jetzt vom Parkplatz halt aus losfahren. Also er kann auch auf Parkplätzen und so fahren. Ich kenne das halt aktuell nur so, dass der, ja, wie gesagt, auf Straßen fahren kann mit Markierungen und so weiter. Ja, und bei diesen neuen Modellen hier ist es halt schon, man muss, also muss schon sagen, eigentlich crazy. Ja, wenn ich mir das überlege, wir fahren zum Beispiel immer Skifahren nach Sölden und da muss man irgendwie um 3 Uhr morgens losfahren. Wenn man sich jetzt überlegt, man drückt einfach einen Knopf. Er hat jetzt einfach gesagt, go, ja, mit dem Navi. Und der macht das halt einfach, ja. Und das ist auch, glaube ich, die erste Stunde, muss er nicht einmal eingreifen. Selbst bei irgendwelchen, das kommt dann hier jetzt später, ihr müsst euch das mal anschauen, selbst bei irgendwelchen hier, sieht man das hier unten, selbst bei irgendwelchen, so wo es dann Sperren gab von Spuren und so weiter, hat er das erkannt, ist auf die Gegenspur gefahren und so weiter und ja, hat das gemacht einfach, ja. Und hier sieht man das. Also das ist schon echt eine ganz andere Welt und es ist nicht mehr nur so, dass er jetzt irgendwie dann hier per Zentimeter, per Navi das dann weiß, wo was ist, sondern er kennt halt, jeder weiß die Autos, die Stoppschilder, er biegt rechts ab, er fädelt sich ein, ja, und das ist halt schon nochmal um Welten besser. Und hier ist ja genau, das sind auch solche Sachen in den USA, das checkt man selbst als eigener Fahrer nicht. Hier als Rechtsabbieger darfst du ja fahren, hier war die Ampel rot, er checkt das, hier kommt ein Auto da hinten, er wartet und dann ja, fährt er jetzt los halt, ne? Und ja, so fährt er die ganze Strecke. Und er beschleunigt wohl auch ganz ordentlich. Also ich fand das schon beeindruckend. Hier ist das Ding hier mit, dann kommt da irgendwann Straßensperren und weiß Gott was alles. Also ich wollte es nur mal gezeigt haben. Könnt ihr euch mal anschauen. Also meiner Meinung nach ist Tesla dort schon echt sehr weit vorne jetzt und baut seinen Vorsprung dort sogar aus. Ja, deswegen, also ich finde Tesla, also wenn man nur die Autoverkäufe sieht, ist sie massiv überbewertet. Aber wenn man sieht, was halt kommen könnte,
ist es für mich eine spannende Wette. Und ich will euch ja nochmal eine weitere Aktie jetzt nochmal vorstellen, nämlich da kam nämlich heute eine spannende Meldung. Und zwar bei Hochtief gab es eine Aufstufung. Hochtief, ein Michael? Baukonzern, kennen wahrscheinlich viele gar nicht, mache ich ganz schnell noch, da können wir nochmal auf ein paar Fragen eingehen. Da gab es nämlich heute eine Aufstufung von Jefferies auf Kaufen. Er hat gesagt, er erwartet heißes Gewinnwachstum. Die Essener seien unter den von ihm beobachteten Werten die beste Wahl, um auf steigende Nachfrage nach Datenzentrenkapazitäten zu setzen. Also Hochtief baut Rechenzentren unter anderem auch für Meta und Co. Und das könnte jetzt eben auch für ja, ordentlichen Schub sorgen. Ja, und Hochtief ist eine Aktie, ja, ich sag mal, da kann man auf jeden Fall mal auch mal mit einem Schein handeln, weil die sich nicht so stark bewegt. Die hatte ich, glaube ich, auch schon mal hier irgendwann rausgesucht. Ich gehe gerade mal drauf. Basiswert, Aktie, genau, Hochtief. Wenn man hier einen Long sich holt, Dreier, Vierer Hebel, ja, so ein Hebel hier ungefähr, den würde ich dann jetzt aber kaufen, wenn Xetra wieder offen ist. Das ist auf jeden Fall eine spannende Sache einfach, ja. Hochtief für mich, hier, das hat ein K.O. hier von bei 80 Euro. Die Hochtief-Aktie sieht auch eigentlich tatsächlich ganz gut aus, heute 7% im Plus. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal auf die Watchlist packen, genau. Ich glaube, Markus, wollen wir noch mal ein paar Fragen jetzt durchgehen? Ja, können wir auf jeden Fall machen. Ich mache auch die Kamera nochmal an. Kleinen Moment. Ja. Sorry, ich war, glaube ich, so ein bisschen gerade Nee, Druckbetankung mach mit nichts. Du warst voll im Informationen, Flow. aber ich war irgendwie jetzt doch zu lange am Anfang hängen geblieben. Ne? Nein, du Genau, warst die voll im Tesla Flow und bist auch. WKN wollten wir noch Genau. mal Das wollte reinposten. ich. Genau, dass du die nochmal reinpostest. Das kam, genau. Ansonsten wollte ich dich im Flow in der Tat nicht unterbrechen. Das kam das ein oder andere Mal, die Frage, ja, Bildschirm noch ein Tick größer. Aber ich Ja. fand es auch gut, dass du die Kamera anhattest. Man kann das ganze Thema ja auch nochmal, wenn es spannend war, morgen übermorgen im Archiv nachschauen. Es wird ja hochgeladen, die Präsentation. Da kann man es auch nochmal vergrößern. Ist ja jetzt kein Case, der jetzt heute Abend abgeschlossen werden muss, sondern Ja. reicht auch, wenn man es morgen nochmal anschaut. Es Soll ging ich ja am den Ende Tesla, um. soll ich das hier in den auf die Frage stellen? Mach's gerne auf die Frage. Oder pack's doch direkt einfach in den allgemeinen Chat. Wer es haben Okay. möchte, kann sich's rausnehmen. Sag's einfach nur die BKN und Knockout, Tesla Long. Dann wissen alle Bescheid. Ja. Also es ist wie gesagt, bei Tesla, also so ein K.O., das bitte nur Geld, was man auch abschreiben kann, weil wenn Elon Musk hier zu viel geflunkert hat und dann kann, also es gibt doch viele Skeptiker bei Tesla. Es gibt Ja. ja aktuell gefühlt jetzt wieder alle, die da irgendwelche verrückten Kursziele nennen, aber das Ding ist heiß einfach, ja, also seid da vorsichtig bei Scheinen, wie gesagt, ne? Also nicht Haus und Nein, Hof, das. die Aktie kann auch schnell mal 10, 20% fallen. Ich glaube, es geht ja eher so ein bisschen um die Vision, ne? Also, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Hat er die Aktie, da überlebt er am längsten, in die eine oder andere Richtung. Diese Aktien oder die Aktie Tesla hat brutale Swings drin. Wenn die nächste Nachricht kommt, die positiv ist, dann geht es brutal nach oben. Das ist eben gerade Ja. so ein Tief, wo es keine großen News gibt, wo viele glauben, dass Elon Musk jetzt nicht geliefert hat. Du hast es ja gerade angesprochen mit den Autos, aber er hat in der Vergangenheit immer wieder überrascht. Und wer auf diese Überraschung setzen möchte, Ja. der kauft die Aktie oder glaubt, hey, da passiert in den nächsten Mal, hat ja die Tagesbewegung eben gesehen, du hast es ja gezeigt, da kann man was drauf machen. Also grundsätzlich ist es so, Elon Musk übertreibt immer extrem, was so die Zeiten sind, ja, wenn irgendwas kommen soll. Optimus soll, glaube ich, auch nächstes Jahr schon verkauft werden, extern. Also da glaube ich überhaupt nicht dran. Oder soll Ende des Jahres schon sinnvolle Aufgaben in der Fabrik übernehmen. Ich glaube, da versucht er sich jetzt krass als Robotikunternehmen schon zu positionieren. Ist ja auch richtig, aber das wird alles immer länger dauern. Aber das, was er immer früher versprochen hat, also am Ende hat er halt das meiste wirklich auch geliefert oder fast alles. Das darf man auch nicht vergessen. Also, Das ja, es ist stimmt, halt, das stimmt. er ist halt ein verrückter Typ auf jeden Fall, das muss man auch wissen und so, ja, aber er ist immer noch Und sehr schlau und visionär. in dem Automobilsektor Fuß zu fassen, ist schon, glaube ich, da keine einfache Nummer. Natürlich hat sich da vieles geändert. Elektromobilität ist ein anderes Thema als Verbrenner, ne? Da braucht es andere Treiber für. Ist ja auch gerade das Thema, was ich von angesprochen habe mit deutschen Automobilherstellern.
Das ist ja im Prinzip unser Steckenpferd gewesen in der Vergangenheit, was so ein bisschen auf wackeligen Beinen steht. Ansonsten springe ich mal zurück zu den 5 Ideen. Ich fand es super spannend, weil da waren zum Beispiel der ein oder andere dabei. Accenture, ja gut, vielleicht für den einen oder anderen eine langweilige Aktie, aber mit Potenzial, warum oder schon auch gelaufen. Man trifft diese Aktien ja auch nicht immer gleich am Tief, ne? Also wenn du diese Empfehlung jetzt, oder zu nicht Empfehlung, aber wenn du diese Idee vorstellst, dann kam vielleicht das eine oder andere Mal, ja, hat man schon mal vor 3 Monaten, vor 6 Monaten gehört, ja. Ja, klar, aber wir reden ja jetzt, wie sieht die Aktie jetzt aus und könnte sie noch Potenzial haben und. Das muss man einfach einwerten, hat man vielleicht auch nicht auf der Liste gehabt. Wix fand ich sehr, sehr interessant, ja, muss ich sagen, habe ich auch irgendwann mal gelesen, aber gar nicht mehr verfolgt, was da möglich ist. Und da gibt es auf jeden Fall eine brutale Disruption, ja, gerade im Webseitenbuilding. Ich glaube, da war ja 1 und 1 auch super stark früher. Sind sie auch, glaube ich, immer noch, ja, ein Stück Die machen weit. da auch so ein Aber bisschen was, genau, mit Ionos und so weiter, genau, richtig, ja. richtig, richtig. Also da passiert viel, aber das zeigt einfach, in welche Ecken man denken muss. Und du hast schon richtig erkannt, auch in der Bankenwelt geht es natürlich darum, was können wir am Ende. Wo können wir auf der Welle mitreiten? Was können wir für uns nutzen, auch in der Bank? Ja, wo sind wir da unterwegs? Wie können wir unsere Prozesse besser aufstellen? Wo können wir was einsparen? Was können wir optimieren? Und da sind auch innerhalb unserer Bank viele, viele Bewegungen und ja, Arbeitsgruppen unterwegs. Also jede Branche, das kann ich nur bejahen, macht sich da Gedanken, wahrscheinlich vom Handwerker bis ja, keine Ahnung, zur Tech Company. Ich fand es schön, diesen Blumenstrauß, den du mitgebracht hast, anzuhören. Da kann für jeden was dabei sein oder auch nicht. Aber es war auf jeden Fall mal ein anderer frischer Wind. Und da du ja mit, was ist anfänglich gesagt, hauptsächlich in Amerika unterwegs bist, ja, einfach weil da die besseren Ideen in der letzten Zeit geboren wurden, weil da mehr abgeht, weil da einfach viel mehr Traction drauf ist, viel mehr Feuer. In Europa ist es ja oder in Deutschland sehr, sehr wenig der Fall in den letzten Jahren. Könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Deswegen danke ich dir ganz herzlich, Michael, für deinen Input. Ansonsten fragetechnisch, glaube ich, haben wir Ja, vieles. es gab auch hier eine Frage zu Apple, sehe ich gerade. Genau, da gibt es ja Verzögerungen, weil wegen diesem Digital Markets Act wird das ja erstmal nicht eingeführt in Europa. Ja, aber die Apple-Aktie ist sogar im Plus, also scheint jetzt auch nicht die große, den großen Druck zu geben, weil hier in Europa wieder wegen ja, diverser, ja, es gab auch eine Klage wegen Monopol und so weiter, aber es ist bei diesen großen Tech-Werten ist das mittlerweile auch, ich sag mal, nichts Neues mehr, ja, die werden dauernd verklagt. Also ich glaube nicht, dass das, ich glaube, die Apple-Aktie ist auch sogar heute im Plus, ja. Also da wäre ich entspannt eher. Ja, Also wenn ich in 1% die im Plus sogar. Fragebox reinschaue auch, dann haben wir auch hier ein Lob bekommen von einem regelmäßigen Teilnehmer, der auch sagt, man kann da einiges rausnehmen. Ich glaube, es sollte Impulse setzen, einfach heute auch. Euch zeigen, welche Produkte kann ich anwenden. Vielleicht nehme ich einen Knockout, vielleicht nehme ich ein anderes Produkt, aber die Story war heute der Schlüssel zum Erfolg, hoffentlich. Und ja, Ja, sorry, ich ich sehe freue es mich. gerade. Ich habe das jetzt gesehen, haben viele gesagt wegen der Kamera. Ich wusste nicht, dass das bei GoToWebinar so ist, dass dann die Kamera anscheinend das Bild so klein macht. Ich habe mich gewundert, das ist nämlich gar nicht so klein gewesen. Aber wenn die Kamera das Also, blockt sozusagen, ja, blöd. ich Nächstes konnte Mal, auch. wenn ich hier bin, werde ich die Kamera ausschalten. Sorry dafür. Nee, kein Thema. Ich konnte es gut sehen. Ja, beim einen oder anderen haben wir es gehört. Wir wollten aber dann nicht unterbrechen. Und dann schaut doch bitte nochmal im Nachgang, vergrößert euch die Folien. Es ging ja darum, auch jetzt nicht genau zu sehen, wo ist der Chart aktuell, sondern eher ist er ausgebrochen. Wo bin ich? Du hast ja vorhin auch gesagt, bei Qualcomm, glaube ich, 200 US-Dollar. Da könnte man nochmal schauen. Also, es ging eher um die Marken. Die markanten Marken und jetzt habe ich mal meine letzte Folie schon mal hier auf den Bildschirm gezaubert. 1.7. schon wieder im Juli nächste Woche. Dann kommt der Franz Georg Benner zu uns, der ja einmal im Monat bei uns zu Gast ist mit dem Thema The Big Picture und der schaut sich die technische Marktanalyse an und schaltet gerne ein, wenn ihr möchtet. Würde mich freuen. Dann hören wir uns und sehen uns wahrscheinlich nächste Woche. Michael, dir ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Freue mich aufs nächste Mal. Wir sehen uns ja eh von Zeit zu Zeit, aber vielleicht kriegen wir auch noch Ende des Jahres nochmal ein Webinar hin. Ansonsten bestimmt im Anfang nächsten Jahres. Hat mich sehr gefreut. Dir einen schönen Feierabend, euch einen schönen Feierabend. Genießt die Abendsonne noch ein wenig und
Ja, ist eine Genau, Punktlandung. jetzt kann man, genau, jetzt können wir hier die Vorberichte für die EM schauen. Ich weiß gar nicht, wer heute Richtig. spielt. Ja, danke euch auf jeden Fall, genau, alle, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und dann ja vielleicht bis zum nächsten Mal. So machen wir es. Michael, bis bald, gell? Macht's gut. Tschüss. Ciao. Danke, tschüss.